Apropos Veranstaltungen am Wochenende können Sie sich sportlich unterhalten lassen und dabei auch noch gleichzeitig etwas für den guten Zweck tun. Herzschlag gemeinsam gewinnen, das ist die Initiative von Profiboxer Hamza Tuba Und diese Initiative unterstützt chronisch kranke Kinder. Und am Wochenende gibt es einen schönen Event im Olympiastützpunkt Heidelberg. Ab 16.30 Uhr Benefizboxen. Irische gegen deutsche Sportler und der zweimalige Olympiateilnehmer Tuba hat dieses Event nicht alleine organisiert, er konnte sich nämlich auch auf die Unterstützung seiner Frau Pina verlassen und ähm, der Stiftung Courage der Heidelberger Kinderklinik. Und dank der Hilfe der Sponsoren profitiert die Stiftung dann auch zu 100 Prozent von den Einnahmen. So, ein Profiboxer, der erlebt natürlich jede Menge im Ring und da ist man vor so einem Boxkampf schon mal nervös. Hamza Tuba ist bei uns. Erstmal herzlich willkommen. Freut mich. Also. Jetzt vor diesem Event, steigt da die Anspannung teilweise mehr als vor einem Boxkampf? Ja, definitiv. Wir sind noch in den Planungen. Es ist mal was anderes, als nur in der Veranstaltung zu stehen, sondern die Veranstaltung auch selber zu organisieren. Und ja. Definitiv sehr nervös. Ja. Wie kam das denn zu dieser Kooperation auch mit, äh, mit Courage? Ähm, die Idee ist so zustande gekommen: äh, meine Frau und ich, wir fahren täglich zweimal in der, äh, an der Kinderklinik vorbei zum Training, zum Olympiastützpunkt. Und äh, irgendwann, also wir haben uns immer mal wieder gedacht, die Kinder, die armen Kinder da und denen geht es nicht gut und wir sind halt, wir spenden gerne und irgendwann haben wir uns gedacht, ja warum sollen wir etwas spenden, lass uns doch mal selber eine Veranstaltung für die Kids machen und da passt das Boxen halt ganz gut. Ist das auch so der, der Grund, wie es ähm, zu der ähm, Initiative Herzschlag ähm, Gemeinsam Gewinnen kam? M ja, definitiv, wir haben uns gedacht, warum sollen wir das jetzt nur das eine Mal machen, ähm, wir suchen Partner, wir sind offen für, äh, für andere Partner, um, um auch andere Veranstaltungen zu machen. Ja. Boxen ähm, wird ja oftmals assoziiert, da stehen sich zwei gegenüber und die hauen sich ordentlich auf. Die zwölf, ja. ähm, die haben sich nicht äh, wirklich lieb, aber eigentlich ist es ganz anders tatsächlich, ähm, dass das, ähm, ja, die, die Boxgesellschaft an sich, man tut jede Menge auch, welche integrative Kraft hat ähm, der Boxsport. Ja, wie, wie, wie du schon sagst, äh, man denkt, zwei Jungs hauen sich da auf die Birne. Boxen hat aber viel mehr zu bieten. Es, ist, äh, es hat viel mit Technik zu tun, viel mit Disziplin. Man muss diszipliniert sein, sein Gewicht halten etc. Äh, für die Gesellschaft natürlich, äh, ich sag mal, durchs Boxen äh, habe ich, wie schon gesagt, Disziplin gelernt. Das konnte ich wiederum in der Schule umsetzen und somit äh, ja, glücklich mein Fachabitur machen. Ja. Also auf jeden Fall eine Sportart, bei der sich dann äh, die Menschen quasi auf Augenhöhe richtig begegnen. Hamza Tuba, erstmal gutes Gelingen für den Sonntag, äh, 16.30 Uhr. Am Geht Samstag, so? 16.30 Uhr 16 16 ja. äh, im Olympiastützpunkt. Wir haben noch Tickets an der Abendkasse, wir würden uns äh, um, äh, über jede Unterstützung freuen und natürlich die Kinder auch. Ja. Also hingehen, wenn sie nichts zu tun ja. haben, sowieso und falls sie was zu tun haben, vielleicht einfach absagen. <laughs>